Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Reihe WooCommerce, wie erstelle ich mir meinen eigenen Shop? Heute geht es um die Wahl eines Themes und dann auch noch der Kauf und die Installation von Divi. Das ist ein ganz spezielles Theme, was ich dann auch nochmal kurz vorstelle. So, die erste Frage ist natürlich, was ist überhaupt ein Theme? Und an sich ist ein Theme, wie ich euch schon die letzten Male gezeigt hatte, können wir hier ganz einfach sozusagen bei WordPress auswählen. Es verändert zum einen das Design, bringt aber auch noch so ein paar neue funktionale Sachen hinzu. Wir haben ja zum Beispiel in dem letzten Video uns 2020 als Theme aktiviert. Wenn wir ein ganz anderes Theme möchten, außer die vorinstallierten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen können wir hier oben einfach mal auf Theme hinzufügen und dann sehen wir schon in WordPress die verschiedenen Themes, die es so gibt. Beispiel populär, neueste oder Favoriten, wenn ihr irgendwas als Favorit hinzugefügt habt. Und dann können wir uns die zum Beispiel anschauen, zum Beispiel hier Astra. Und dann könnt ihr immer direkt auf Vorschau drücken und dann könnt ihr sehen, wie würde eure Webseite damit aussehen. Und oft, sage ich mal, sehen die in der Vorschau sehr gut aus, also in den Bildern und wie es dann vielleicht sein könnte. Aber kostenlosen Versionen kommen dann doch schnell an ihr Limit, besonders wenn es zum Beispiel um WooCommerce und einen eigenen Shop geht. Die meisten Themes sind dann doch eher ausgelegt für eine normale WordPress-Seite. Und deshalb könnt ihr gerne hier drin rumschauen und auch gucken, ob ihr was Passendes findet. Aber es gibt natürlich noch die Möglichkeit, euch ein externes Theme zu kaufen. Das bedeutet, was jetzt nicht direkt hier drin gelistet ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Seiten, wo ihr die auch vergleichen könnt, wo ihr die anschauen könnt. Da könnt ihr in Ruhe mal schauen, was für eure Anliegen so am besten passt. Wir nutzen in unserem Fall Divi. Hier sieht man schon, es gibt zum Beispiel gerade 10% Rabatt. Das ist relativ oft der Fall. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, falls ihr euch auch dafür entscheidet. Der zweite oder dritte Link in der Beschreibung, könnt ihr mal schauen, ist wieder ein Affiliate-Link von uns. Dort drüber könnt ihr Divi von Elegant Themes gerne erwerben. Dann würdet ihr uns wieder unterstützen und das wäre natürlich sehr, sehr toll für uns. Also wenn ihr eh auf die Idee oder wenn euch eh Divi interessiert nach meiner kleinen Vorstellung, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht den Link nutzen könntet. So, was ist Divi überhaupt? An sich ist Divi eigentlich nur ein Teil eines ganzen großen Theme-Bundles, was wir hier kaufen können. Und zwar ist Divi, hat ganz viele verschiedene Themes, beziehungsweise auch schon fertige Webseiten, können wir gerne mal reinschauen, die ihr nutzen könnt. Das heißt, man hat schon Links, verschiedene Kategorien, zum Beispiel wenn ihr halt ein Restaurant oder sowas machen wollt, Food and Drink, und dann direkt für ein Restaurant ein Layout-Pack und dann direkt, was ich, die About-Seite, Blog-Seite, Kontakt, eine Galerie, Home, Landingpage etc., was ihr genauso übernehmen könnt und dann noch relativ easy anpassen könnt. Zusätzlich habt ihr aber auch mit Divi neben diesen ganzen coolen Themes, die ihr auch schon habt, auch noch einen Live-Builder. Hier ist mal eine Demo. Einfach mal bauen. Das heißt, wenn ihr jetzt das alles kauft, kriegt ihr zusätzlich nur noch einen Builder. Das bedeutet, ihr könnt dann einfach als Vorauswahl ein Theme euch auswählen und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, das war natürlich der einzige Button, den man vielleicht nicht drücken sollte. zum Beispiel hier dieser Get Started Button. Könnt ihr zum Beispiel hier unten drunter ein neues Modul machen und dann sagen, ja, ich möchte jetzt hier, was ich, einen Blog oder Button oder irgendeinen Code oder Akkordeon. Und also ihr habt hier einen perfekten Builder, mit dem ihr alles anpassen könnt. Ihr könnt auch zum Beispiel hier direkt drinnen schreiben. Und ich sag mal, WordPress bietet auch ähnliche Features, schon von Grund auf, aber nicht so ausgebaut wie Divi. Und der Vorteil ist einfach, wenn ihr einmal in diesen Builder drinne seid, könnt ihr halt wirklich mega einfach und mega schnell und cool eure Themes verändern, anpassen und wirklich viel damit machen. Darum können wir, das kann ich aber nochmal später genauer zeigen, nur schon mal so eine kurze Vorstellung. Zusätzlich bekommt ihr halt neben Divi als das All-in-One-Theme auch noch ein paar andere Sachen, die ich nur mal kurz anreißen will. Monarch ist zum Beispiel Social Media Sharing, zum Beispiel Button habt ihr dann.
die ihr relativ easy einbinden könnt, oder mit Bloom könnt ihr solche Pop-ups gestalten, wo ihr dann automatisch von den Nutzern die E-Mails sammeln könnt, um zum Beispiel einen Newsletter an alle rauszuschicken. Und dann gibt es noch extra, also gibt es noch extra ein Tool, das nennt sich auch extra. Und das ist sozusagen das Ultimate Magazine WordPress Theme. Das ist halt, sag ich mal, wenn man wirklich so wie so eine Art Zeitung oder wirklich so einen riesigen Blog aufbauen will, dann ist das halt auch perfektes Theme dafür. Das heißt, eigentlich hat es für jegliche Anwendung, ist dieses Theme halt einfach wirklich sehr gut. Und auch der Preis wirkt vielleicht im ersten Moment erstmal teuer. Aber wenn man das mit anderen vergleicht, ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn wir zum Beispiel auch hier bei Trustpilot schauen, hat einfach eine Bewertung von 5 von 5 Sternen bei 16.864 Bewertungen. Ich glaube, das sagt eigentlich schon fast alles. Genau, wir haben zwei verschiedene Versionen. Einmal die Jahreslizenz und dann die lebenslange Lizenz. Jeweils 89, also jeweils ohne, also noch zuzüglich Mehrwertsteuer. Da müsst ihr drauf achten, nicht dass ihr euch wundert. Also da kommen nochmal 19% dazu. Das will ich euch nicht verheimlichen, das ist nun mal so. Und ich sag mal, im Normalfall für Personen oder kleine Unternehmen oder insgesamt für Unternehmen, die jetzt einfach nur den Shop erstellen wollen und dann, sag ich mal, relativ lange nutzen wollen, reicht auf jeden Fall die Jahreslizenz, weil es ist nicht so, dass ihr dann automatisch eigentlich mal nach dem einen Jahr eure Webseite nicht mehr funktioniert. Ihr bekommt nur keine neuen Updates mehr. Ihr könnt trotzdem das Theme und alles, was ihr da habt, genauso noch nutzen, genauso den Page-Builder, alles funktioniert noch. Ihr bekommt nur keine neueren Updates mehr. Das kann natürlich auf Dauer, wenn man das über viele Jahre dann nicht mehr updatet, auch irgendwo ein Sicherheitsrisiko dann doch an der einen oder anderen Stelle darstellen. Ist aber eher unwahrscheinlich. Falls ihr aber, sag ich mal, ein Unternehmen seid, die auch häufiger verschiedene Shops erstellen, dann lohnt sich auf jeden Fall auch die lebenslange Lizenz. Zum Beispiel wir als Team EasyCode haben auch so eine lebenslange Lizenz. Das Coole ist, dass man die für Unlimited, also für so viele Webseiten wie möglich nutzen kann. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel uns den Auftrag uns gibt, für euch einen coolen Shop zu programmieren bzw. aufzusetzen, dann müsstet ihr sozusagen gar nicht die Lizenzkosten hier bezahlen. Die haben wir dann schon bezahlt und sind dann, das sage ich mal, müsst ihr nicht mal mehr für das Theme Geld ausgeben. Das heißt, falls ihr doch noch euch umentscheidet, den Shop nicht selbst aufzusetzen, sondern ihn von uns programmieren zu lassen, wäre das zum Beispiel schon, würde dieser Kostenstelle schon wegfallen. Aber darum geht es gar nicht gerade, sondern wir können das nun kaufen. Dafür gehen wir hier einfach drauf. Hier geben wir dann wieder alle unsere Daten ein und können das halt mit PayPal oder Visa kaufen. Also Kreditkarte oder PayPal. Das ist auf jeden Fall immer sehr entspannt. Wenn wir das alles gemacht haben, logge ich mich jetzt einmal kurz ein. Ich habe natürlich schon einen Account. So, dann sind wir nämlich in unserer Members Area. So sieht das Ganze aus, wenn man dann bezahlt hat. Hier können wir jetzt einfach mal Divi runterladen. Dafür drücken wir hier einmal drauf. Dann sehen wir unten links, okay, Divi ist in einer ZIP-Datei runtergeladen. Die brauchen wir auch überhaupt nicht entpacken oder irgendwas damit machen. Die lassen wir einfach so, wie sie ist, jetzt erstmal im Download-Bereich. Was auch noch später wichtig ist, ist bei meinem Account der API-Key, aber den zeige ich euch zu einer späteren Zeit nochmal. Wir haben nun also das Theme runtergeladen und können nun ganz einfach wieder zu unserem WordPress-Admin-Bereich gehen. Dort sind wir ja schon bei Themes hinzufügen. Um nochmal dahin zu kommen, kann ich gerne nochmal zeigen. Wir gehen auf Designs, dann auf Theme hinzufügen und dann gehen wir jetzt auf Theme hochladen, weil wir haben ja eine ZIP-Datei. Dort gehen wir auf Datei auswählen, wählen nun in unseren Download-Ordner die Divi-Datei aus, gehen auf Öffnen und auf Jetzt installieren. Bei dem Schritt kann es oft bei verschiedenen Hosting-Anbietern dazu kommen, dass ihr jetzt einen Fehler bekommt. Den kann ich euch mal kurz einblenden. Und zwar wird, sage ich mal, von WordPress rumgemeckert, dass doch der maximale Upload überschritten wird, der in einer php.ini-Datei festgelegt wurde. Bei manchen Hosting-Anbietern habt ihr hier in dieser Oberfläche, die ihr von euren Webhosting-Anbietern habt,
ein cPanner und darüber könnt ihr sozusagen diese php.ini selbst anpassen. Dann müsst ihr den Upload Max File Size oder irgendwie so ähnlich, kann ich auch nochmal nachschauen oder schreibe ich hier nochmal irgendwo hin, könnt ihr dann auf 16 erhöhen. Wenn das aber nicht der Fall ist, wie zum Beispiel bei Rainbow Wrap, dann schreibt ihr einfach den Support an. Ich habe das zum Beispiel über WhatsApp gemacht. Das geht bei denen sehr leicht, da das ja auch ein deutsches Unternehmen ist. Sage ich mal, sind die auch tagsüber dauerhaft erreichbar. Schreiben auch innerhalb von einer Viertelstunde zurück und haben dann bei mir ganz einfach diesen, hier sehen wir es nochmal, Upload Max File Size von 8 auf 16 erhöht. Das ist genau dieser Wert, der erhöht werden muss. Der ist standardmäßig auf 8. Das Ding ist, dass Divi genau, also nicht genau, aber zwischen 9 und 10 MB groß ist, das heißt über diesen 8 MB. Und wenn wir jetzt 16 MB haben, haut das alles hin. Wie wir jetzt hier sehen, ist auch Divi erfolgreich installiert. Jetzt können wir hier zum Beispiel auf Aktivieren gehen. Und jetzt sehen wir hier, Divi ist als unser aktives Theme. Jetzt können wir theoretisch 2020 einfach löschen und haben nur noch Divi. Jetzt sehen wir auch schon links unten, haben wir jetzt auch wieder Divi. Und dort können wir noch einmal auf Aktualisierungen gehen. Und hier sehen wir jetzt, wir brauchen einen Benutzernamen und den API-Schlüssel. Beides findet ihr in euren My Account. Und wenn ihr dann auf API-Key drückt, klickt da jetzt einmal nicht drauf, weil ich nicht möchte, dass ihr meinen API-Key seht. Auch wenn man den natürlich nochmal neu setzen kann, erspart mir aber ein wenig Arbeit. Genau, ihr geht einfach auf API-Key, dann ist es relativ deutlich, was für einen Key ihr kopieren müsst. Den nehmt ihr mit, fügt den hier ein und dann den Benutzernamen. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen und dass man beides machen. So, ich habe nun beide Werte, Benutzername und API-Schlüssel hier eingefügt. Ihr könnt nun auf Änderung speichern. Jetzt seht ihr durch den Haken, okay, alles gut gegangen. Und jetzt ist sozusagen euer Divi auch offiziell zugelassen, beziehungsweise Divi weiß nun, okay, ihr benutzt einen registrierten und bezahlten, eine bezahlte Version. Und damit bekommt ihr auch immer wieder neue Updates. Und das ist natürlich wichtig. Genau. Damit haben wir jetzt schon Divi installiert. Wir können gerne nochmal hier zur Webseite gehen und uns den aktuellen Stand anschauen. Wir sehen, jetzt ist das Divi-Theme aktiv. Sieht natürlich immer noch nicht wirklich jetzt perfekt aus, aber darum kümmern wir uns im nächsten oder in den nächsten Videos. Als nächstes werden wir erstmal WooCommerce noch installieren und dann kümmern wir uns Stück für Stück um das ganze Aussehen und ja, die wichtigsten Änderungen, die wir noch brauchen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Informationen braucht, schaut gerne in den Blog. Hier habe ich wie immer auch eine sehr relativ ausführliche Textform des ganzen Videos, was ich heute gemacht habe, nochmal zusammengefasst. Falls ihr nochmal irgendwas nachlesen wollt oder euch irgendwas anschauen wollt oder irgendeinen Link benötigt, hier ist auf jeden Fall alles drin. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Und habt noch einen schönen Abend oder Nachmittag oder morgen und haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.